und Hetze gedeihen im digitalen Raum besonders gut. Der Ton im Internet wird immer aggressiver. Sogenannte Hasspostings haben immer öfter einen strafbaren Inhalt. Also wir spüren das in unserem Monitoring, dass es mehr Hassbotschaften gibt, dass mehr Extremismus da ist, antisemitische Äußerungen, Verwenden von verbotenen Abzeichen und so weiter. Es ist ein Thema und es ist ein Thema der gesamten Gesellschaft. Ich glaube, dass das Klima, was sich dadurch im Internet dann auch bildet, sehr viele anregt, da einzusteigen. Und dann schaukelt sich das natürlich auch immer ein bisschen auf und sorgt dann dafür, dass die strafrechtliche Relevanz der Äußerungen natürlich immer größer wird. Das Problem? Aus Hass im Netz kann schnell eine reale Gefahr werden. Deshalb hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, gemeinsam mit dem Bayerischen Justizministerium ein Projekt ins Leben gerufen, um besser gegen strafrechtlich relevante Hasspostings vorgehen zu können. Es geht uns in erster Linie darum, dass man nicht ungestraft im Netz Dinge verbreiten kann, die strafrechtlich relevant sind. Es gibt keine rechtsfreien Räume im Internet und uns ist nicht genug, nur die Hassbotschaften zu löschen. Das Ziel ist, dass Medienunternehmen dann, wenn sie Posts sehen, Kommentare, die Hass enthalten, dass die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden können. Ab Herbst will die Staatsanwaltschaft für alle Medienunternehmen ein Formular online zur Verfügung stellen, mit dem beispielsweise volksverhetzende Kommentare digital und unbürokratisch angezeigt werden können. Da gibt es sicher Ermittlungsansätze, die wir haben, seien es Profilübersichten, IP-Adressen. Also das bedeutet, deswegen sage ich auch vermeintliche Anonymität, das bedeutet nicht, dass jeder da unerkannt ist. Und das sind genau die Punkte, wo wir dann auch mit den Cybercrime-Experten ansetzen werden, um die Täter hinter diesen Posts dann auch ermitteln zu können. Volksverhetzung, Beleidigung, Aufruf zu Gewalttaten, Bedrohung von Politikern und Journalisten. Derartige Formen von Hasskriminalität im Netz will Bayern in Zusammenarbeit mit den Medien nun noch konsequenter verfolgen.